bin beim Damm. Verdammt ist der groß. Jede Einrichtung hat ihre eigenen Generatoren. Aber ohne den Damm kann Sloan sie nicht lange bei voller Kraft am Laufen halten. Dann wird es Zeit für ein Feuerwerk. Okay. Ich sende Koordinaten zu genügend C4000, um den Damm zu sprengen. Ohne das Wasserreservoir wird das Kühlsystem des Reaktors gestört. Missionsziel: C4000 beschaffen. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Beatwalker. Es geht weiter hier bei Far Cry 3 Dragonblood. Und ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich muss beschaffen, muss ich da runter irgendwie oder so. Aber ich weiß nicht, ob, da, ob ich da mit Gegner rechnen muss oder nicht, oder? Da schaut es recht ruhig aus. Dann ein bisschen deaktivieren da und dann schauen wir mal, was das Ganze hier soll. Sind wir hier beim Staudamm? Und irgendwie soll ich den Staudamm da außer Betrieb nehmen, bis ich die Stromversorgung zerstören. Aber wie das Ganze laufen soll, weiß ich noch. Wow. Weiß ich noch nicht. Wo muss ich denn hin? Da ganz runter muss ich. Also wenn es da keine Seilrutsche gibt, dann friere ich einen Besen. Aber da unten, da sieht man schon Sachen. Da drüben gibt es eine Kiste. Irgendwo, da ist eins. Also die schreit nach massiv Widerstand, wenn es dann retour geht, glaube ich, weil wenn es da schon so viele Alarmgeber gibt, das ist schon ein bisschen verdächtig. Wahrscheinlich gibt es dann auch entsprechend Action. Was sind diese roten Markierungen eigentlich? Also Fahrzeuge. Ja, nimm der Darlingspaket, ist ja gut. Warte, muss ich mal hinkommen da. Bevor ich mal runterrutsche, schauen wir das mal an. Ja, alles cool, so. Höp. Ah, bravo. Da werden meine Knochen breche. Schauen wir mal, was da unten gibt. Gibt's auch nichts. Hep. Ja, da muss ich hin in die Höhle da, ha? Oh, da gibt's hier eine Menge Zeug. Was haben wir denn da? So, mach auf. Ich bin zu allen Schandtaten bereit. Genau wie damals, als sie mich und mein Team in Quebec retten wollten und die Nuklearreaktoren der Hydrofabrik überhitzten. Ich kann mich kaum an die Zeit vor meiner Erschießung erinnern. Meine Kindheit, meine Eltern, der zweite Vietnamkrieg. Tut mir leid. Viel Glück, Rex. Wir zählen darauf, dass sie uns wieder retten. Ja, natürlich. Ich rette euch doch gerne. Pass auf, mal schauen, was ihr da... Mission, erreichen Sie den Damm und legen Sie das C4000 an Schwachstellen. An Schwachstellen. Ja, Schwachstelle ist einmal. Die größte Schwachstelle bin immer wohl ich. So fangt es einmal an. So markieren den Typen, den sehe ich doch. Ja, bitte, geht doch. So, was haben wir da? Da ist auch noch einer. Da haben wir auch noch einen. So, ich glaube, das reicht schon mal für den Anfang. Die Frage ist, wenn ich von dort schieße, kriegen die das mit? Aber warte mal, habe ich nicht meinen Bogen auch dabei? Map habe ich nicht mit dabei. Frage ist natürlich, wenn das einfach rüberschwimmen würde, ob das nicht effektiver wäre. Ah, scheiße, ich schieße jetzt mit dem Haufen da oben. Ist aufgefallen? Ah, geht sofort der Alarm. Aber das alleine, das macht eh nichts. Oh, 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 wo kommt denn hier her? Uah.
Bis zum Thema Aiming. Was sind da so viel. Hallo, es haut mir ab da. Ja, ist ja okay. Oh. Eine Granate schmeißen da. Ja, jetzt muss ich mal heilen. Ist schon gut. Heil dich. Heilen. Tot. Tja, Batterie leer. Der Revolver hält Takedown. Die Pistole eines Gegners klauen und gewaltverherrlichende Dinge tun. Was das ist wieder wäre, hm? Für den Tod von unten. Weißt du, so, pass auf. Mission: Erreichen Sie den Damm und legen Sie das C4000 an Schwachstellen. Also da ist Far Cry 3 Dragonblood ein bisschen empfindlicher wie normal ist das normale Far Cry 3. Du hast ruhig von Entfernung mit der Sniper den Typen wegschießen können und da ist genau gar nichts passiert. Solange sie nicht wirklich einen Sichtkontakt gehabt haben, ja, passiert einfach nichts. Komm, erfass ihn, hallo. Passiert nichts, gut. Den nehmen wir noch mit, was haben wir da sonst noch? Ich schleiche mir das da mal rein. Ich mache das mal auf die leise oder probier's zumindest mal auf die leise. Kybernetische Hunde entdeckt. Robohunde können sie riechen, selbst wenn sie getarnt sind. Robohunde. Benutzen Sie Würfel, um die Robohunde von ihrer Position fortzulocken. Geht die so leicht? Sind die so doof oder was, die Viecher? Ist ja schon markiert. Ist die Knarre eigentlich schallgedämpft, die da ist top? Weiß ich gar nicht, gell? Da ist einer. Oh oh. Jetzt machen wir eine. Jetzt liegen wir da Mine. Ich werde es trotzdem mit der Sniper-Geschichte machen, weil da ist ein paar Minen liegen. So. Dann packen wir die Sniper aus und machen wir das nochmal von vorne. Wo sind eigentlich diese Alarmgeber? Vielleicht sehe ich die mal irgendwo, aber wahrscheinlich ist alles zu weit weg, dass ich da was ausrichten kann. Naja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht brauchen, aber passt da. Gute Nacht, mein Prinz. Lautloser Kinder, lautlos war das wirklich nicht. Und die Burschen sind ein klein nervös, schau. Da hampeln sie gleich herum. Da fliegen die Fetzen. Ja, die eine Mine hat schon gezogen. Ist auch keine schlechte Idee mit der Mine. Ruf deinen Sunny, dann kann ich den auch töten. Ah, so geht es recht gut, muss ich sagen. Gesicht hat mich noch keiner so richtig, gell, ne? Bei der Arbeit sterben, na sowas. Blöde Geschichte. Verbesserte Reparatur. Was heißt das? Das heißt. Verbesserte Reparatur, wo steht denn das? Gesundheit, was bin ich? Level 7? Level 7 bin ich schon, das ist ja. Verbesserte Reparatur. Wenn du keine Nanomets hast, halt Y, um mit Reparaturen 3 Gesundheitsfelder zu heilen. Oh, bitte. Zahlt sich ja schon aus, wenn man ein bisschen rauflevelt. Was natürlich auch dann ergibt, wenn man einfach so Nebenmissionen macht und so weiter und so fort, was ich sehr gerne mache, denn ich finde es einfach. Gerade bei Games, die gut sind, finde ich es einfach wichtig, das Game auch auszunutzen. So, Burschen. Kommt immer aus eurer Deckung hervor da. Hat er nicht kommen sehen? Nö, hat er nicht. Oh oh. Ah, hat nicht gezogen, schade. So, pass auf, vielleicht wird das doch noch was dafür. Komm, schaust du um die Ecke, kommst du rüber? Komm, einen Schritt rüber. Warte, warte, schieß mit. Ah, da geht's jetzt. Pass auf, und paff. Genau, sie ist so richtig
in die Weichteile geschossen. Da war doch irgendwo oben ein Sniper. Habe ich den nicht mehr markiert oder ist der schon weg? Habe ich den schon weggeschossen? Ist der rübergegangen? Ja, was der Teufel was? Auf jeden Fall ist er nicht mehr da. Was hat das jetzt da? Ah, meine Mine ist das. Ah, das brauche ich ja schon. So, das ist auch weg. Ich glaube, jetzt habe ich recht gut aufgeräumt da. Auf die Hunde muss ich aufpassen, denn da habe ich noch keine gesehen. So, die Frage ist, ob jetzt noch Fußvolk da ist. Das ist die Frage. Ob hier noch Cybersoldaten unterwegs sind, da muss ich rauf. Was soll denn das wieder sein da? So, kurz mit der Kamera einen Blick über das Feld noch machen. Was ist mit der Kamera? Das ist ja das Cyber-Auge, was ich habe. Ah, Herzen so viele. Schleimig. Wo ist denn dieser Robohund? Da muss doch irgendwo einer sein. Aber es zeigt mir keinen an. Da ist nichts, nö. Kein Fluffy. Nun nicht, wahrscheinlich kommt er dann erst irgendwann einmal. Was gibt's da? Ah, nichts versteckt, nö. Da ist irgendwo Alarmgeber, da ist er. Da gehört C4 her. Das ist C400. Mission teilweise abgeschlossen. Ja, teilweise. Ruhig bleiben. Haben wir gleich, pass auf. Jetzt müssen wir mal schauen, ob es das alles gibt. Warnings gibt es da drinnen. Ja, auf dem Hund bin ich nur neugierig. Wo auch immer der ist, wird er sicher irgendwo aus dem Nichts auftauchen. Und mir massiv auf den Zeiger gehen, da muss ich rauf. Halt, da ist das gehört. Da ist er. So, der ist weg. Sehr gut. Oh, da ist aber nur irgendwo einer. Ich würde sagen, da ist noch. Uah. Ja, da kannst du schon winseln, Hund. Was habe ich bei dir? Der hat 8 Dollar mit. Ja, auch der Hund ist von materiellen Dingen besessen. Aber gut, so wird es halt sein im Jahre 2007 in dem Paralleluniversum, in der Parallelwelt. Gibt's auch nichts zu holen, oder? Nö, schade. Hat schon Fahrt, gar nichts gibt's da. Nichts. Ja, wenn wir da auch mal ein bisschen was herkleben. Das ist für dich, Spider. Mission teilweise abgeschlossen. So, dann schauen wir, dass wir raufkommen. Ich glaube, ich bin jetzt verkehrt unterwegs. Ich muss ja, wo muss ich denn da hin? Ich muss da rauf. Wie komme ich da rauf? Ah, da war da doch drin irgendwo eine Treppe. Da ist doch raufgegangen, glaube ich. Die schaut aber nicht so schlecht aus. Medipack ist gut. Munition. Schwere feindliche Flammenwerfer mit praktischerweise freiliegenden Brennstofftanks entdeckt. Praktischerweise freiliegend, pass auf. So, komm mal her da. Ich habe meine Ladung verschossen.
So, hast du irgendwie... Warte mal. Hier mein Down da. Sack. Was ist hier? Bluten? Dann kann ich den auch töten. Das glaube ich nicht, dass das Swiss Bursche. Bevor ich blute, bist du schon ausgeronnen. So schaut's aus. Ich muss nur weiter rauf. Ich reiß das mal kurz raus. Verzeihung. So, bin gespannt, wie lange es dauert, bis die Sprüche nervig sind. Moment, dann geht's noch. Keiner drücken, gar nichts. Ah, da geht's rauf, aber ich schaue trotzdem mal vorher, was da alles so herum. Keucht und fleucht, da gibt's einen Alarmgeber, den wir nochmal deaktivieren. Und da geht's eh nirgends rein. Und da ist nichts versteckt, oder? Nö. Warte mal hier lässig rauf. Wahrscheinlich irgendwas gehört. Und tschüss. Ja, nicht nur von den Socken, das haut ihm glaube ich vom ganzen Damm runter, ne? Ja. Der ist da schön weggesegelt, was gibt's da? Gibt's da noch irgendwas da rum? Ja, ich bin ein Fan vom Suchen, es nutzt nichts, weil irgendwas gibt's immer, irgendwas ist immer irgendwo versteckt. Das muss auch so sein. So, pass auf, jetzt haben wir da mal die. Bevor ich da jetzt diese Bombe lege, und dann schön mal da um die Ecke schauen. Da gibt es auch nichts Besonderes. Nö, legen Sie C4000. Ah, 4000, nicht 400. C4000. Na dann, bitte. Letztes Stück. Mission abgeschlossen. C4000 gelegt. Bitte vor der Sprengung in den Sicherheitsbereich begeben. Verstanden. Hopp. Ich hoffe nur, das neue C4000 ist so gut wie das alte C400. So. Also, wir sprengen den ganzen Direktor. 3, 2, 1, Feuer! Nein, ist es nicht. Der Sprengstoff tut's nicht. Und dann aimt er wieder daneben, der Sack. Da waren Zivilisten drin. Jo, was sind die da jetzt wieder? Also gut, drei Schüsse, dreimal daneben. Jetzt ist es peinlich. Jetzt wird's was. Was mache ich? Chili-Abend oder was? Ich liebe Chili. Ich liebe Chili. Schlafen kann ich, wenn alle tot sind. So. Wieso haben die eigentlich wieder mächtig der Alarm ausgelöst? Das gibt's aber nicht. So, was gibt's denn da jetzt zu holen? Munition aufgefüllt. Da haben wir bei Cyberherzen mitnehmen da. Und dann schauen wir weiter. Beziehungsweise würde ich sagen, schauen wir weiter. Nach einer kurzen Pause, damit ihr Zeit habt, euch zu erholen und ich habe Zeit, mir zu überlegen, wie ich hier weitermache. Also dann, wir sehen uns wieder hier bei Dragon Blood.